willkommen im Schillerhaus, das Kulturhaus der deutschen Minderheit in Bukarest. Zur Lesung der Schriftstellerin Mariana Gapanenko. Diese Veranstaltung wurde mit Unterstützung von Österreichischen Kulturforum, Goethe-Institut Bukarest und Universität Bukarest. Ich möchte Herrn Botschafter Hans-Werner Lauck begrüßen und ich möchte auch Frau Elisabeth Marinkovic von Österreichischen Kulturforum Forums und Frau Beate Köhler, die Leiterin des Goethe-Instituts, herzlich begrüßen. Die Moderation wird von Frau Professor Dr. Mariana Lazarescu. Und jetzt beginnen wir mit Musik. Herrn Christian Balsch. Unter anderem in Muschelhaufen, Lichtungen und The Book of Code.
2000 debütierten sie mit dem Gedichtband Die trainerlose Ritter. Es folgten 2001 der Gedichtband Tanz vor dem Gewitter, 2002 der Gedichtband Freund, der von Daniel Bock unter dem Titel Brieten ins Rumänische übersetzt wurde. Weitere Bände sind Reise in die Ferne 2003, Nachtflug 2007 und Die Löwenschule, eine wahre Geschichte für Kinder und Erwachsene 2008. Ihre Gedichte wurden ins Englische, Französische, Italienische, Polnische, Rumänische und Türkische übersetzt. 2001 wurden sie von der Zeitschrift Deutsche Sprachwelt zur Autorin des Jahres gewählt. 2002 waren sie Gastautorin im Literaturhaus Niederösterreich. Sie sind Mitglied des Autorenforums Der Goldene Fisch. 2009 wurden sie mit dem Frau Ada Literaturpreis ausgezeichnet. 2010 veröffentlichten sie ihren ersten Roman Anuschka Blume im Residenzverlag. Der Titel erinnert an Kurt Schwitters Gedicht, Liebesgedicht, an Anna Blume. 2012 erschien im Surkamp Verlag Berlin ihr zweiter Roman, der ist Martha, den Sie hier sehen können, für den sie 2013 mit dem Schamisso-Preis bedacht wurde. An dieser Stelle möchte ich für das junge Publikum erwähnen, dass die Robert-Bosch-Stiftung seit 1985 mit dem Adelbert von Chamisso-Preis herausragende Beiträge zur deutschsprachigen Literatur von Autorinnen und Autoren ehrt, deren Werk von einem Sprach- oder Kulturwechsel geprägt ist. Die Preise werden in der Hofkirche in München verliehen. Bei der Gelegenheit hatte ich die Freude, Frau Raponenko persönlich kennenzulernen. Und ich konnte mit Ihnen in dem wunderschönen Ambiente der renovierten Hofkirche ein paar Worte austauschen. Ich konnte damals Ihren Roman beschaffen und Sie auch nach dem Preis einladen. Über die Chamisso-Preisverleihung habe ich seinerzeit in der AZ berichtet. Ebenfalls 2013 erhielten Sie den österreichischen Literaturpreis Alpha. Was bedeuten diese Auszeichnungen und Preise für Sie als deutsche Schriftstellerin ukrainischer Abstammung? Soll ich die Wahrheit sagen? Oder soll ich etwas Schönes sagen? Ja, ich glaube, ich sollte ehrlich sein. Ich kann mich von mir selbst nicht trennen, es gibt mir nicht. Und ich bin auch ein Mensch. Das heißt, ich fühle mich einfach geschmeichelt. Ich fühle mich geehrt, wenn ich Komplimente höre. Und ich fühle mich einfach besser, wenn ich weiß, dass was ich gerade mache, ist sinnvoll, macht Freude und wurde wahrgenommen. Und mit diesen beiden Preisen habe ich dieses Gefühl bekommen. Das heißt, ich kann jetzt frohen Mutes in die Zukunft blicken und ein paar Jahre lang so in dem Sinne weiterschreiben. Aber die Angst ist immer da, die Frage ist immer da, kommt das nächste Buch genauso gut an oder wird es zerrissen? Aber ich kann mein Leben auch nicht nach diesem Prinzip richten. Werde ich jetzt wahrgenommen oder werde ich nicht wahrgenommen? Ich weiß, es gibt Dinge, die kann man nicht beeinflussen und wahrscheinlich werde ich eines Tages gar keine Bücher mehr schreiben, das kann ich mir auch vorstellen, dass ich im Alter auf das Schreiben verzichten werde, weil ich dann alles gesagt habe. Und das ist für mich keine triste Vorstellung, sondern ein natürlicher Abschluss des Lebens. Schweigen, Stille, einfach werden, die Persönlichkeit aufgeben. Das, womit ich immer gerne in meinen Büchern geprahlt habe, mit diesem Bewusstsein und Selbstbewusstsein und der Fähigkeit, zu verzaubern, mit dieser Möglichkeit habe ich manche Menschen schon beeinflusst, sodass sie dann nach meiner Lesung auf mich zugegangen sind, meine Leser, und mir gesagt haben, mit Tränen in den Augen, Frau Goblenko, Sie haben uns glücklich gemacht. Ich meine, wie soll man damit umgehen? Man ist selbst den Tränen nahe, weil von mir eine uralte Dame steht
Und ich sehe, sie hat bestimmt noch ein paar Jahre zu leben, vielleicht ist sie nächstes Jahr tot. Und sie hat mein Buch gelesen, es ist ein wunderbares Gefühl. Und dieses Gefühl bedeutet mir persönlich mehr als diese Anerkennung, als diese Rezensionen, dieser unmittelbare Kontakt zu meinen Lesern, die ich mir lese, weil ich gerne Lesungen mache, so wie jetzt. Danke übrigens für die Einladung. Ja, der Ende des Romans heißt Lucha Levatsky, ja, kommt aus der Ukraine, ist dann 96 Jahre alt, emeritierter Ornithologe, der Österreich und die Sowjetunion überlebt hat. Wie wichtig ist der Bezug zur Ukraine für Sie? Und in Ihrem Roman ist das ja zu lesen. Nachzulesen, verkörpert Levatsky vielleicht die Sehnsucht nach der alten Heimat? Ja, da muss ich... muss ich gestehen, dass ich sehr vorsichtig bin, was diese Begriffe angeht, Sehnsucht, Fernweh, Heimweh. Ich bin dafür, dass man selbst mit der Heimat nicht übertreiben sollte, mit dem Gefühl, irgendwo angekommen zu sein. Und, das heißt aber nicht, dass man ein normales Leben führen sollte. Das ist nicht das, was ich empfehlen würde. Aber ich bin einfach grundsätzlich vorsichtig, wenn ich nach der Heimat gefragt werde. Ich weiß, ich wurde in der Ukraine geboren, in Odessa am Schwarzen Meer. Und das ist meine Kindheit. Das ist aber eine Episode meines Lebens, die zu Ende gegangen ist. Auf natürliche Art und Weise, indem ich erwachsen wurde und über diese Heimat ein bisschen kontempliert habe und festgestellt habe, diese Heimat gibt es gar nicht. Es gibt Odessa, eine Stadt, die mich geprägt hat. Diese puppenhafte, wunderschöne Stadt mit dieser herrlichen Architektur. Es gibt aber auch ein anderes Odessa. Ein Odessa, von dem ich kein Schulbuch gelesen hatte. Ein Odessa mit Judenpogrom und Odessa, das seine Vergangenheit nicht aufgearbeitet hat. Und es ist hart, von der Heimat zu schwärmen, wenn man so ein doppeltes Gesicht dieser Heimat sieht. Darum bin ich dafür, dass man grundsätzlich nicht sagen kann, ich habe meine Wurzeln da und da. Ich fühle mich wohl in der Gemeinschaft der Menschen, bei denen ich weiß, auf die könnte ich mich verlassen, die würden mir den Kopf nicht einschlagen, wenn ich das Falsche sage. Und da fühle ich mich wohl und da könnte ich sagen, das ist meine Heimat, meine Nische. Also Heimat. Und Levatsky ist einfach eine Figur, es ist ein richtiger Ukrainer zum Unterschied zu mir. Also ich habe einen ukrainischen Pass, komme aber aus Odessa und kann leider kein ukrainischer. Levatsky kommt aus der Westukraine und ist ein richtiger Ukrainer. Er ist 96 Jahre alt und fährt nach Wien, um den Kreis zu schließen und dort in der Stadt seiner Kindheit zu sterben. Angeblich ist es wichtig für die Menschen, da zu sterben, wo man sich wohlfühlt. Es ist ein Privileg und ein Glück, wenn es wirklich klappt, wenn es sich ausgeht, wie die Männer sagen. Ja, Levatsky hat dieses Glück, er hat sein Leben lang gespart und hat ein kleines Vermögen, das er für ein Kronhotel ausgibt. Nach einer schrecklichen Diagnose, die ihn einfach vor diese Wahl gestellt hat. Entweder im Krankenhaus sterben oder woanders. Und er möchte in einem noblen, eleganten Hotel sterben unter Menschen, und zwar in Wien, in der Stadt seiner Kindheit. Ja, ich darf Ihnen jetzt das Wort geben. Ja, Sie sind gespannt auf die Lesung. Ich werde Ihnen verraten können, wie lange ich lesen darf. Levatsky ist 96 Jahre alt, also 2010 war er 96, inzwischen ist er etwas älter geworden. Abgesehen davon, dass er gestorben ist, dabei lebt in meinem Herzen weiter. In diesem Buch ist er unsterblich. Ich habe mir jetzt ein Hotel verewigt, das jetzt letztes Jahr umgebaut wurde. Das, was ich beschreibe, gibt es nicht mehr. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich etwas Historisches schreiben könnte, aber das ist
im Grunde genommen nichts anderes als ein historisches Zeichen für die Vergänglichkeit, also ein greifbares Dokument. Man kann ins Imperial gehen, man sieht, diese Bar gibt es nicht mehr, die ich beschrieben habe. Im Foyer sieht es komplett anders aus und das Zimmer, wo Lewatzki gelebt hat, ich war in dem Zimmer und ich habe es auch gründlich studiert und mir genau angeschaut, auch ein paar Nächte übernachtet. Ja, das Zimmer war eine Zeit lang eine Damentoilette. Das ist schon für einen sensiblen Menschen ziemlich bitter, wenn man auf diese materiellen Dinge Wert legt. Aber ich bin ein bisschen pragmatisch, ich kann mich nicht an solche Sachen klammern, sonst kann man wirklich verzweifeln. Man weiß ja nie, was im Leben auf einen wartet und welche Veränderungen in meinem Leben stattfinden werden. Man kann jetzt was Schlimmes erleben. Aber nach diesem Erlebnis im Imperial, wo ich einfach einen Cocktail an der Bar trinken wollte und auf einmal nichts mehr erkannt habe, nach so einem Erlebnis kann man beschreiben, wirklich an den Nagel hängen. Aber das war bei mir nicht der Fall. Lewatzki hätte das auch nicht für gut befunden. Wie gesagt, Lewatzki 96 und kommt ursprünglich aus Lemberg. Aber da ich aus Odessa komme, muss er auch irgendwie mit Odessa etwas zu tun haben. So habe ich ihn in der Odessa verfrachtet. Also diese Plätze, den Platz der Freundschaft gibt es tatsächlich. Da ist man anders und diese Straßenzüge, die kenne ich alle seit meiner Kindheit. Und vor dieser großen Reise Richtung Wien möchte Lewatzki sich neu einkleiden. Er fährt in die Innenstadt und geht zum ersten Mal seit langer Zeit shoppen. Er hat das Gefühl, einkaufen zu gehen, shoppen gehen zu müssen, kennen die meisten Damen von uns, auch meine Herren vielleicht. Und Lewatzki kauft sich jetzt einen neuen Anzug. Lewatzki beschloss, einen Sonntagsanzug anzuziehen, seine Lieblingsfliege mit extravaganten, rotschnäbeligen Alpenkrähen umzubinden und in die Innenstadt zu fahren. Was zu tun war, war klar. Einen Spazierstock besorgen, in eine anständige Konditorei gehen und Torte essen, bis ihm ein stechender Schmerz in den Kiefer fährt, bis er spürt, er lebt und er lebt gar nicht schlecht. Während er sich anzog, traf er noch eine Reihe von Entscheidungen. Er würde die Kellnerin wie aus Versehen berühren, sollte sie hübsch sein. Sollte ihn ein Kellner bedienen, würde ihm ein Bein stellen. Seinen Hausarzt wird er nie wieder anrufen und sollte der sich melden, würde Lewatzki mit einem gruseligen Schrei den Hörer auflegen. Die Bestrahlung konnte ihm gestohlen bleiben, genauso wie alle hochgiftigen Medikamente. Stattdessen wird er sich täglich bis zu seinem Tod ein Stück Schokoladentorte gönnen. Jawohl, sagte Lewatzki zum Spiegel, spuckte in die Hand und glättete die einzige dünne und ziemlich lange Haarsträhne, die er nur hatte, Richtung Knacken. Wie er nur ohne Spazierstock das Leben hatte gehen können. Kein Wunder, dass er hinkte. Mit Gehstock wäre ihm das niemals passiert. Auf dem Weg zur Bushaltestelle blieb er mehrmals stehen und putzte sich die Nase. Er beschloss, bis zu seinem Tod keine karierten Taschentücher mehr zu benutzen, sondern auch weiße, die er in der Innenstadt kaufen würde, zusammen mit dem Stock an Hut und neuen Hemden aus 100% Baumwolle. Es kommt nichts anderes in Frage als Hemden mit Perlenknöpfen, dachte Lewatzki, während er sich im Bus auf einen der Sitze für Schwangere und Behinderte fallen ließ. Eine hochschwangere Frau setzte sich zu ihm. Es reicht mir, verstehen Sie, sagte er zu der werdenden Mutter und wandte sie sofort wieder ab. Die Frau war von beispielloser Hässlichkeit. Der Bus hielt an. Lewatzki stieg aus, war aber nicht da, wo er sein wollte. So ein Quatsch, ärgerte er sich. Jetzt muss ich mich in den Platz der Freundschaft quälen und die ganze Kosmonautenstraße entlang. Ich hätte noch zwei Stationen mitfahren müssen, aber was soll's? Frische Luft und Gottes Segen sind wie Butter auf dem Weg. Unter einem Kastanienbaum stand ein Blinder und zupfte seine Gitarre.
Zielstrebig ging Klevatsky auf ihn zu und hob dabei seinen Zeigefinger. Passen Sie auf, die Kastanien, nicht dass sie getrocknet. Der Blinde ließ die Gitarre sinken und fletschte die Zähne. Klevatsky war in seine Mütze getreten. Gau ab, zischte der Blinde mit südländischem Akzent, oder ich gehe für dir. Klevatsky zuckte mit den Schultern und ging. Nach einigen Schritten blieb er stehen und fasste sich an die Brust. Sein Gebiss war nicht da. Kann nur zu Hause sein, dachte Klevatsky, fühlte sich auf einmal hundemüde und steuerte von der Bank zu. Drei ältere Damen mit Kopftuch saßen da. Eine strickte, die zweite fütterte eine beinkranke Taube, die dritte las ein Buch. Klevatsky deutete eine Verbeugung an und nahm keuchend neben der Lesenden Platz. Hurra, sagte Klevatsky, wischte sich den Schweiß von der Stirn und schaute in das Buch, das die alte Dame neben ihm las. Umso merkwürdiger ist die konstante Temperatur von fast genau 35 Grad Celsius im Brutnest der Bienen. Wir sehen sie bei großer Wärme auf den Waben sitzen und mit den Flügeln fächeln. Klevatsky wurde warm ums Herz. Am liebsten hätte er der alten Dame mit dem Bienenbuch die Hand geschüttelt wie eine Komplizin. Mit der linken Körperseite spürte er, dass die Dame lächelte. Wie ein Blutnest nahm er ihr Lächeln wahr. Er schloss die Augen. Lächeln Sie, weil ich eben Hurra gesagt habe? Fragte er und öffnete die Augen. Ja, sagte die Dame und brach in ein bedrohliches Husten aus. Entschuldigung, würgte sie. Die beinkranke Taube trat entsetzt ein paar Schritte zurück und starrte die Hustende misstrauisch an. Früher war der Platz der Freundschaft eine Perle der Stadt, sagte Klevatsky. Am schönsten im Winter. Da kamen wir jungen Leute mit Wassereimern hierher, legten vor dem Denkmal des Generals eine Eisbahn an und liefen nach Herzenslust Schlittschuh. Die Hustende klappte ihr Buch zu und verfiel in ein nicht enden wollendes Räuspern. Klevatsky nutzte die Gelegenheit und schielte auf die Überschrift des Buches Verständliche Wissenschaft aus dem Leben der Bienen. Die Strickende und die Taubenfreundin schauten demonstrativ zur Seite. Klevatsky seufzte. Wie viele Mädchen hat er vor den aufseherischen Augen des Generals geküsst? Auf den Hals, wenn Blut sauge. Ja, der Platz der Freundschaft war früher etwas Besonderes gewesen. Jeder Blinde hätte sich gefreut, wenn er von fürsorglichen Mitbürgern vor den fallenden Kastanien gewarnt worden wäre. Und jetzt? Undankbarkeit, wohin das Auge reicht. Wissen Sie, sagte er zu seiner Banknachbarin, früher fand ich Menschen, die früher, weil es anders sagten, grässlich. Nun sind solche Menschen liebe Geschwister für mich. Ein Paar schlenderte eng umschlungen an der Bank vorbei. Er sah aus wie ein Tier auf vier Hinterpfoten. Die offenen Schnürsenkel in den Schuhen der beiden peitschten nach links und rechts und wirbelten Staub auf. Früher wäre sowas nicht vorgekommen, sagte Klevatsky absichtlich laut. Das Paar blieb stehen, küsste sich und ging weiter. Widerlich, brummte er und leckte sich die Lippen. Das fehlende Gebiss machte ihm zu schaffen. Langsam bekam er Muskelkater beim Reden. So viel Reden war er nicht gewohnt. 5, 6 Wörter an sich selbst gerichtet waren normalerweise seine Tagesration. Der General thronte auf seiner wuchtigen Stute. Eine Elster erledigte ihr Geschäft auf dem unbedeckten Kopf des Mannes. Ihre Schwingen und Schwanzfedern schillerten erzfarben. Schakarak, rief die Elster und flog schwerfällig auf die Spitze einer der Tannen in der Nähe. Ein hübsches Tier, sagte Klevatsky, drehte sich zu seiner Nachbarin um und sah, dass sie weg war. Die mit dem Strickzeug und den Taubennerven hatten ihre Gestalt geändert und waren zu zwei rauchenden Studenten geworden. Habe ich noch Zeit? Klevatsky saß in der Küche und pustete auf die Gasflammenblume.
Die Blüten flogen weg und wuchsen sofort wieder nach. Ich kann dir auch den Hals rumdrehen, sagte Lewatzki zum Herd und schaltete das Gas ab. Das leise Zischen der Blume erstarb. Deine Gesellschaft langweilt mich, sagte Lewatzki. Mit scharrenden Schritten ging er ins Wohnzimmer und setzte sich, da ihm nichts Besseres anfiel, in den Schaukelstuhl, was er im selben Moment bereute. Das Aufstehen, die Strafe des Allmächtigen, wollte immer weniger gelingen, je mehr Jahre Lewatzki auf dem Buckel hatte. Er starrte auf sein Telefon. Das Telefon reagierte nicht. Ächzend stemmte sich Lewatzki aus dem Schaukelstuhl, ging zum Telefon und griff nach dem Hörer. Während er die Nummer seines Lieblingssenders wählte, spürte er seine Hand feucht werden. Radio Harmonie der Welt, die Nummer, die er vor Jahrzehnten auswendig gelernt und niemals benutzt hatte. Nun bin ich 96, dachte Lewatzki und rufe wie ein Schuljunge bei einem Radiosender an. Radio Harmonie der Welt, meldete sich die Stimme. Guten Abend, ich habe einen Wunsch. Bevor wir Sie mit einem unserer Mitarbeiter verbinden, setzte die Stimme fort, bitten wir Sie, an unserer Umfrage teilzunehmen. Ein Wunsch, sagte Lewatzki das laut in den Hörer, und zwar ein Lied von Rack. Bitte beantworten Sie die Fragen mit Ja oder Nein, sagte die Stimme. Von Ray Price, von The Good Times, sagte Lewatzki. Achtung, wir beginnen. Erste Frage. Empfangen Sie uns über das Radio? Lewatzki riss die Augen auf. Wie denn sonst, so ein Blödsinn? Ihre Antwort war undeutlich. Empfangen Sie uns übers Internet? Ach so, nein. Ihre Antwort war undeutlich. Sind Sie ein junger Hörer? Nein. Danke für Ihre Antwort. Sind Sie mit dem Musikangebot des Senders zufrieden? Ja. Danke für Ihre Antwort. Finden Sie die Stimmen unserer Moderatorin melodisch und angenehm? Naja. Ihre Antwort war undeutlich. Wünschen Sie mehr Reportagen zum Kulturleben? Lewatzki winkte ab. Von mir aus ja. Ihre Antwort war undeutlich. Mein Gott, du dumme Schlucke, rief Lewatzki in den Hörer. Vielen Dank für die Teilnahme an unserer Umfrage. Wir verbinden. Radio Mitte der Welt, guten Abend. Sind Sie da? Fragte Lewatzki vorsichtig. Wo denn sonst? Empörte sich die Stimme. Entschuldigung. Guten Abend, ich habe einen Wunsch, und zwar ein Lied von Ray Price, For the Good Times. Mal schauen, sagte die Stimme. Ray Price, For the Good Times. Kommt heute zwischen 22 und 23 Uhr im Wunschkonzert. Dankeschön. Bitte. Die Stimme verwandelt sich in ein Tuten. Lewatzki legte den Hörer auf die Gabel. Er wartete auf das Wunschkonzert. Sein Lied kam als letztes. Und jetzt noch eine kleine Passage, wo Lewatzki in Wien landet und zum Hotel Imperial fährt. Am 6. November 2010 landete Lewatzki in Wien. Es war Samstag und kurz nach vier. Zum Hotel Imperial, sagte er mit brechender Stimme zum Cobra-Rücken des Taxifahrers. Oh, Imperial, sagte der Taxifahrer mit seiner Lederjacke knirschend. Wissen Sie, dass es das beste Hotel der Stadt ist? Ich weiß, sagte Lewatzki und spürte sein Herz an die Pforten des Hirns klopfen. Wie lange bleiben Sie da? Ich weiß es nicht. Unsere Sprache sprechen Sie aber sehr gut. Das Lob aus dem Mund des pechschwarzen Mannes brachte Lewatzki zum Lachen. Woher kommen Sie? Fragte ihn mit hartem Akzent. Aus dem Osten, Lewatzki machte eine Pause. Aus der Ukraine. Es fiel ihm auf, dass er log. Er log, obwohl er die Wahrheit sagte. Im politischen Sinn kam Lewatzki tatsächlich aus der Ukraine, da stand schwarz auf weiß in seinem Pass. Doch historisch gesehen kam er aus zwei Utopien, aus Österreich-Ungarn und der Sowjetunion. Die Ukraine kenne ich, sagte der Taxifahrer. Ich habe in Deutschland Nachrichtentechnik studiert. Mein Mitbewohner kam aus Kiew. Er hieß Petro und aß morgens immer saure Gurken, um seinen Kater in den Griff zu kriegen. Er scherzte gerne. Und zum Beispiel sagte er, wenn ich mich im Kopf kratzte, nicht kratzen, waschen. In
Wanze geben. Dankeschön. Das ist immer nett, wenn jemand lacht. Oder wenn welche Lacher oder welche Plaköre extra bezahlt, aber wir kennen uns nicht. Wir kennen uns? Natürlich. Ja, natürlich. Aber es ist schon lange her. Ja, was ich probiere, stehen wir waschen, ja. Ich kann es nicht waschen. Lewatzki brach in ein dreckiges Lachen aus und bat sofort um Entschuldigung. Ja, Petro war lustig. Kam sie noch Kontakt mit ihm? Der Taxifahrer schüttelte den Kopf. Sein schwarzes Gesicht im roten Licht der Ampel schimmerte violett. Er ist tot. Er fror besoffen auf einer Parkbank im Winter. Oh, sagte Lewatzki. Ja, sagte der Taxifahrer. So etwas wäre ihm an der Elfenbeinküste nicht passiert. Da komme ich her. Lewatzki wurde der Taxifahrer mit jeder neuen Ampel sympathischer. Er hätte ihn gerne beim Tageslicht betrachtet. Wie finden Sie unsere Sprache? Fragte der Taxifahrer mit rollendem R. Welche Sprache? Die deutsche Sprache, lachte der Taxifahrer. Schön. Lewatzki finde sie sehr schön und romantisch. Der Taxifahrer drehte sich rückenschonend um, seine Lederjacke knirschte gewaltig. Wissen Sie, das ist das erste Mal, dass ich von jemandem höre, die deutsche Sprache sei schön. Ich freue mich, weil ich es genauso sehe. Und das freut mich, sagte Lewatzki. Er hätte sich gerne weiter über die Schönheit der deutschen Sprache unterhalten, doch er sagte nichts. Er schwieg und genoss die aufsteigenden Blasen der Freude, genoss es, mit einem besonderen Menschen unter einem Autodach zu sitzen, einem schwarzen Taxifahrer, studierten Nachrichtentechniker, der die deutsche Sprache gepachtet hatte. Lewatzki lächelte im Dunkel des Taxis. Was halten Sie von der EU? Wollte der Mann von der Elfenbeinküste wissen. Die EU ist ein Segen. Zugvögel zum Beispiel waren schon immer echte Europäer. Das ist toll, sagte der Taxifahrer. Toll, wiederholte er leise, als hätte er ihm ein Staatsgeheimnis anvertraut bekommen und dessen Bedeutung begriffen. Lewatzkis Spazierstock stieg wie ein zarter Ruf aus dem Taxi. Ihm folgte etwas plump bei Lewatzki selbst. Ein livrierter Hotelpage verschwand mit seinem Koffer durch eine Seitentür. Auf Wiedersehen. Lewatzki winkte dem Taxifahrer zu. Eine Kette aneinandergereihter Leuchtkäfer flammte im Dunkel der Autokabine auf. Alles Gute, rief ihm der Taxifahrer zu. Lewatzki trat lächelnd durch die Drehtür in die Hotellobby. Für mich wurde ein Zimmer reserviert. Lewatzki ist mein Name. Luca Lewatzki. Danke. Also meine Frage authentisch ist, aber
bezüglich des Themas der Ornithologie oder des Ornithologen. Ich habe mir jetzt gerade während des Vortrags überlegt, ob es in der Literaturgeschichte so etwas gibt, eigentlich in der Gegenwartsliteratur. Ich glaube, ich, Marcel Bayer hat ein Buch geschrieben, Kaltenburg, und Uwe Timm gibt es, glaube ich, auch Vogelweide. Also es ist ein Thema eigentlich in der Gegenwartsliteratur. Wenn man zurückdenkt, Eckermann mochte die Vogelkunde, Goethe gar nichts, aber sonst hat man eigentlich nicht den Ornithologen als Romangestalt im Kopf. Spielt der Beruf eigentlich eine Rolle für diese Gestalt, oder ist das sozusagen ein äußerer Rahmen für eine ganz andere Problematik? Oder spielt die Ornithologie, die Vogelkunde, einen intrinsischen Bezug zu der Romangestalt? Ja, zuerst hatte ich ein optisches Vorbild. Ich habe einen alten Herrn in einer Bartheke in einem Hotel gesehen. Also in der Nähe von Amsterdam gibt es das berühmte kleine, winzige, unscheinbare, aber das weltberühmte Franz Hals Museum, das ich unbedingt besuchen wollte. Und nach meinem Besuch bin ich in die Bar gegangen und ich habe mein Espresso getrunken und das hat mir gegenüber auf einem Barhocker wohlgemerkt an 200 alter, also 100-jährig war, also ein uralter Mensch, der wirklich sehr, sehr bekannt war. Das konnte man sehen, dass da nicht viel übrig geblieben war. Er hatte keine Haare und keine Zähne, aber dafür war er eine richtige Erscheinung, er war hoch elegant. Und er saß auf einem Barhocker. Und ich habe mir gedacht, also, Chapeau, also in dem Alter möchte ich auch auf einem Barhocker sitzen. Und dann war es bemerkenswert, was er sich bestellt hatte. Er hat sich ein Rieseneis bestellt, so einen Eisbecher mit so einem chinesischen Sonnenschirm. Und er freute sich über sein Eis. Und das war ausschlaggebend für meine Entscheidung, dieses Buch zu schreiben. Aber wie es dann geworden ist, das war dann die nächste Frage, weil ich dann nach dem passenden Beruf für die Maske ziemlich lange gesucht habe. Ich möchte über etwas schreiben, was mir Spaß macht. Ich möchte mich selbst weiterbilden, ich möchte mehr erfahren. So habe ich mich dann entschieden, einen akademisch gebildeten Menschen im Buch zu beschreiben, einen skurrilen, einen schrägen Vogel. Der muss schräg sein, ein schräger Vogel. Und dann kam ich überhaupt auf die Ornithologie. Der Lebatzki ist für mich wie so ein hässlicher Vogel. Das sieht man auch auf dem Cover. Der Waldkrab ist nicht gerade hübsch anzusehen. Der versteckt sich auch nicht ohne Grund. Also wenn man diesen Rest sieht, möchte ich mal schnell die Augen schließen. Weil das was darunter hängt, das ist nicht so appetitlich. Also der Waldkrab gehört zur Familie der Ibisse, und wenn man an Truthahn mal Leib gesehen hat, weiß man, die sind zwar ein bisschen putzig, aber ganz nur, wenn sie jung sind. Wenn sie älter werden, ja, und so ist Lewatzki, er ist menschenscheu, er ist nicht ganz sozial, aber er ist einzigartig, so wie jeder von uns. Aber in diesem Buch muss er besonders schillern. Sonst hätte ich über ihn gar nicht schreiben sollen. Er schillert am Ende seines Lebens, bevor er verglüht. Und erst am Ende des Lebens verspürt er das Bedürfnis, den Menschen nahe zu sein. Er war immer den Vögeln nahe, und er hat sich für die Menschen als Spezies nicht besonders interessiert. Er hat sie ein bisschen auch verachtet. Als Naturmensch ist es oft der Fall, dass man sich von den Menschen distanziert, wenn man sich zu sehr in die Natur und in die Tierwelt vertieft hat, ist es oft der Fall, dass man mit den Menschen nicht mehr am Hut haben will. Und am Ende seines Lebens geht er in dieses Hotel und fangen alle drei Freunde. Nee, zwei. Entschuldigung. Der dritte war er selbst, genau. Also er hat zwei Freunde, einen jungen Butler aus Palästina, der ihn bis zum Schluss begleitet, das ist so ein alter Pfleger, aber ein Seelentröster ist er, dieser Habib. Und der Habib ist der letzte oder der einzige Mensch, der Lewatzki beim Sterben begleitet, beim Abdriften
Jenseits. Und dann gibt es noch einen anderen alten Herrn, der Whitstone ist genauso alt wie Levatsky, ist ein alter Ego und könnte auch Levatsky selbst sein. Aber es gibt noch diesen zweiten alten Herrn, der mit Levatsky eine rauschende Nacht verbringt. Die beiden betrinken sich an der Bartheke im Hotel Imperial, die es nicht mehr gibt. Und das ist für mich das Allerbitterste, weil ich trinke auch gerne Cocktails und gehe gerne an die Bar. Und was soll ich jetzt machen? Ich gehe aber aus sentimentalen Gründen ein paar Monate ins Imperial, aber ich gehe dann immer an dem Raum vorbei, wo früher die Bar war. Und da kommt man sich selbst schon ziemlich alt vor. Es war erst gestern, also vor 2 Jahren war das Imperial noch so, wie ich es im Buch beschreibe. Aber jetzt gibt es das alles nicht mehr. Es gibt immer in dem österreichischen Roman so etwas wie eine imperiale Nostalgie. Und ja, Sie sind so jung und haben Sie dennoch. Das wundert mich sehr. Aber das war nicht eigentlich der Gegenstand meiner Frage. Als ich sah, dass Sie Jahrgang 1981 sind, dachte ich, wir haben mit einer Schriftstellerin zu tun, die bestimmt Sprachexperimente erlebt. Bestimmt versucht jetzt bahnbrechend neue literarische Formen durchzusetzen. Und ich habe zu meinem Erstaunen feststellen dürfen, dass sie eigentlich sehr traditionell schreiben und sehr warm und sehr weise. Sind Danke. Das die Ingredienzien ihres Erfolgs oder was ist das, sagen wir mal so, was ist das Geheimnis ihres Erfolgs? Bei so bedeutenden Verlagen wie Surkamp Verlag und Residenz Verlag, also um Autor dieser Verlage werden zu werden, muss man wirklich mindestens ein Genie sein. Also was ist das Erfolgsgeheimnis? Jetzt schmeicheln Sie mir aber. Ich will auch bezahlt sein, um den Professor zu essen. Früher musste ich immer rot werden, weil ich inzwischen bin ich so abgebrüht, dass mir einmal das funktioniert. Aber ich freue mich, Sie haben eine sehr charmante und kluge Frage gestellt, die ich jetzt folgenderweise beantworten möchte. Ich glaube nicht an eine herausragende Begabung. Ich glaube nicht, dass man ein Genie sein kann. Man kann nur Glück haben, am richtigen Ort, im richtigen Augenblick zu sein, etwas zu sagen haben. Und dann ist die Frage, ob man sich weiterentwickelt, was man daraus macht. Also ich glaube, ich habe 15 Jahre nur auf diesen Moment gewartet, bis ich durchstarten konnte. Wir haben 15 Jahre nichts anderes gemacht, als geschrieben, mir Hoffnungen gemacht und dann waren diese Hoffnungen auch aufgegeben. Und ich wollte schon mit dem Schreiben auch nichts zu tun haben, solche Phasen hatte ich auch. Aber irgendwann, gerade in so einer Phase, wo ich mir gedacht habe, so, das lasse ich mal schön sein, Schreiberei, überhaupt kein Mensch, kam zuerst mein erster Verlag auf mich zu, wo ich ziemlich passiv mich schon eigentlich im Sessel zurückgelehnt hatte. So ist mein erster Roman erschienen und nach dem ersten ist mein zweiter Roman erschienen. Das heißt aber, ich habe sie auch geschrieben, also in der Zeit. Es kam auf mich alles zu, nach 15 Jahren mühsamster Arbeit, einfach aus heiterem Himmel. Und ich glaube nicht, dass ich da unbeteiligt war. Ich habe etwas unternommen. Und traditionell, ich würde sagen, ich experimentiere nie so wild herum. Ich gehöre zwar vielleicht zu der Generation der Jüngeren, aber das ändert sich mit jedem Jahr. Und ich habe aber nie gerne experimentiert. Das heißt, ich wollte nie auffallen, also mit irgendwelchen billigen Tricks, die ich selbst nicht durchschaue, auffallen. Ich schreibe so, wie ich schreibe und Sie lesen es. Ja, aber ich verstehe, was Sie meinen. Es gibt natürlich meine Generation, das ist die wilde Generation, die auffallen möchte. Und ich sage das auch mit allen Mitteln, die sie zur Verfügung hat. Wir sind anders. Aber ich glaube, jede Generation zeigt das im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich würde sagen, ich experimentiere schon, aber ziemlich dezent, ohne dass es weh tut. Also, zum Beispiel diese
Szenen, diese Traumszenen, die ich in jedem, glaube ich, in jedem meiner Romane parat habe, wo jemand dann am Tisch sitzt und das, weiß man, die sitzt literally am Tisch oder sitzt in einer Kirche und erzählt, die ist schon eben gestorben. Also ich, dieser Sekundenschlaf ist mein Lieblingstrick, den ich gerne anwende. Vielleicht zu gerne. Also in diesem Buch gibt es vielleicht 5 Stellen, wo man wirklich müde wird vom Lesen oder wenn man denkt, was machen die beiden jetzt? Sind sie betrunken oder träumen sie? Träumt jeder für sich? Das ist vielleicht meine Art des Experiments. Kann man sagen, dass Sie in diesem Projektismus leben, dadurch, dass Sie ja beschreiben zum Teil, was Sie sehen, aber ist es auch so, dass Sie diese Mischung aus Fantasie und dem, was Sie an der Basis in der Welt sozusagen wahrnehmen, sich auch eine eigene, sagen wir mal, ja, Wirklichkeit herstellen? Also ich muss sagen, in diesem Buch gibt es nichts, was ich nicht erlebt habe. Es gibt kein einziges Gespräch, also es gibt keine Dialoge, die ich nicht mitgehört habe. Ich setze mich gerne unter den Menschen und ich schreibe alles auf, was sie zueinander sagen. Und diese Dialoge basieren auf den wirklichen Gesprächen, die die Besucher des Hotel Imperials untereinander geführt haben im Jahr 2010. Im Café, das es nicht mehr gibt. Und, also, Voyeurismus, wie meinen Sie das? Jetzt bin ich verlegen. Also ich gestehe, nach diesem ornithologischen Buch habe ich ein Fernglas. Ein kleines Fernglas kauft mich und es bleibt aber unter uns. Bin ich sehr gelangweilt, was mir selten vorkommt. Schaue ich gerne aus dem Fenster. Und, aber dann schauen wir auch schnell weg, weil es zu feindlich ist. Die Menschen haben das Gefühl, sie werden überhaupt nicht beobachtet und sie leben einfach vor sich hin. Aber in Hotels gibt es oft Bürohäuser rundherum und da sieht man, wie die Menschen sich langweilen und was sie so alles sich anschauen im Computer. Und es ist überhaupt nicht inspirierend. Aber es macht Spaß, weil man zu viel gelesen hatte eben und man keine Lust hat, über etwas nachzudenken, dann nehme ich mal mein Fernglas und schaue mir die Gegend an. Im Dunkeln vor allem. Das macht mal Spaß, ich glaube, wenn man überhaupt warum ich das erzähle? Ohne Fernglas gibt es keinen Ornithologen. Also sie reisen ziemlich viel. In England gibt es viele Börder und sie reisen in solche Gegenden, wo es viele Vögel gibt, also irgendwelche Vögel gibt, die sie noch nicht kennen, auch verschiedene Reisen. Es gibt Menschen, die bezahlen ziemlich viel Geld, wie heißt dieses Land? Neuseeland, glaube ich, da gibt es so super exotische Vögel, die ganz komisch aussehen, komische Geräusche machen. Und das ist wahrscheinlich so ein Mörderparadies. Und diese Menschen haben natürlich viel, viel bessere Ferngläser, viel professioneller. Ich habe so ein Opernglas, eine Kleinigkeit. Aber funktioniert gut. Gibt es einen akustischen Voyeurismus? Neben dem akustischen Voyeurismus, neben dem technischen, wenn Sie sagen, Sie haben ja alles an Gesprächen mitgehört. Das heißt, Sie müssen schon zuhören. Ich höre zu, vor allem schreibe ich auch auf, was ich höre. So man kann sich auf sein Gedächtnis nicht verlassen. Ich sitze, setze mich, also für dieses Buch habe ich mich einfach in dieses Café gesetzt, im Imperial, und saß da und ich habe mir 2 Stunden lang die Gespräche angehört und vor allem die Menschen angeschaut. Also so wie ich sie beschreibe, so hat es sich wirklich gegeben. Also sie würden sich auch selbst wiedererkennen. Die Touristen durchreisen. Aber das ist nur in diesem Buch der Fall. Ansonsten mache ich jetzt mehr aus der Fantasie heraus. Ich fand mir auch so gut, weil so ein Buch habe ich noch, das ist alles so echt, so unmittelbar. Und vor allem kann mich jemand noch verklagen.
weil ich diese Gespräche halt wirklich mitgeschrieben habe damals. Hat sich schon jemand gemeldet, der sich nicht gefunden hat? Es hat sich ja gemeldet, dessen Namen ich erwähnt habe, der wollte einen Tisch reservieren. Er hat sich mit seinem Namen vorgestellt. Er suchte und er meinte, ihm wurde das Buch geschenkt. Und er wollte fragen, ob er das war, weil er auf dem Imperial in seiner Familie ist. Aber ich habe nur den Namen Sulten geschickt. Sulten ist mein Name. Ich hätte gerne einen Tisch für drei Personen. Und das war's. Also es gibt am Anfang des Buches so ein Kapitel mit dem Kaffee. Und da kommen sie alle und gehen. Ansonsten muss man schon sehr aufpassen, dass man niemandem zu nahe tritt. Jetzt habe ich aber ziemlich viel erzählt. Normalerweise erzähle ich gar nicht so viel. In der Regel erzählen meine Leser. Sie haben in den Büchern immer wieder verschiedene Andeutungen auf Kulturen, fremde Kulturen, das war hier auf die deutsche Sprache, Sie haben das gerade vorgelesen. Sie lesen in verschiedenen Städten. Gibt es einen Unterschied zwischen dem deutschen und dem österreichischen Publikum bei den Lesungen? Wenn Sie sich mal in Mainz, mal in Frankfurt, mal ja, in Österreich und Wien? In Österreich habe ich leider nicht so viele Lesungen gemacht. Ich würde sagen, der Unterschied ist nicht so groß. Es kommt immer auf den persönlichen Einsatz an. Wenn ich eine Buchhandlung lese, erwarte ich meistens, dass sie prägenvoll ist, egal ob in Österreich oder in Deutschland, weil der Buchhändler ist auf seine Kunden angewiesen, er pflegt diese Kunden und dann werden auch sehr viele Bücher verkauft. Also ich lese am liebsten in Buchhandlungen. Gestern war ich in Toulouse, in Frankreich, ich hatte auch eine Lesung in einer Buchhandlung, die ziemlich groß ist, und ich hatte mir große Hoffnungen gemacht, ich dachte, toll, jetzt erlese ich mir meine Franzosen. Und dann hatte ich einen Schock. Und ich dachte, komisch, es ist schon 8 Uhr abends, ist meine Uhr stehen geblieben, da saßen vielleicht 5 Personen. Ich bin es auch gewohnt, ich kann damit wunderbar umgehen, aber ich dachte, eine Buchhandlung ist ja mein Garant dafür, dass sie prägenvoll ist. Und so, ja, so sind die Franzosen. Das war kein Stil im Leben wahrscheinlich. Aber jetzt freue ich mich umso mehr. Das ist eine Augenweide jetzt. Nicht, dass ich mich in diesem Ruhm und in diesem Glanz suhle. Es ist aber für das Auge angenehmer, wenn es keine Lehre gibt. Die Lücken werden sie kennen sich besser aus. Horror. Marco, ja. Danke. Mir stellt gerade eine Frage ein. Und zwar haben Sie in Rumänien schon gelesen? Jetzt außer in Bukarest jetzt. Nein. Ist das die erste? Ja, denn es gäbe bestimmt noch interessierte Publikum. Ich stehe gerne zur Verfügung. Herr Hermannstadt, es gibt schöne Buchhandlungen, wo man wirklich auch ein angenehmes Klima hat und so. Sie dürfen gerne mal eine Agentin sein. Wir machen das nicht nur über Frauen, also das ist gut. Ohnehin des Goethe-Instituts und des Forums. Das ist okay, wir machen es jetzt auch nicht. Dann würde ich sagen, wir machen Schluss. In seinem Zimmer atmet Libatsky tief ein. Köstlich und geschliffen ist die Luft, als würde ein kesses Weib in einem Schrank lauern. Eine schmachtende Bestie mit funkelnden Ringen an kalten Fingern. Führe mich aus, kauf mir dies und das, beschütze mich, baue mir ein Nest. Eine Erwartung ist es, die in der Luft von Libatsky Suite liegt, eine Aufforderung durch einen elegant arrangierten Blumenstrauß verschleiert. Keinem Lebewesen hat Libatsky bisher Schnittblumen geschenkt, auch bei sich in der Wohnung niemals welche stehen gehabt. Nun holen sie ihn ein und hauchen ungeniert ihr wohlriechendes Leben aus, mitten auf dem Tisch über den exotischen Früchten. Auch die würde Libatsky niemals freiwillig kaufen, aus Protest und aus Treue zum einheimischen Obst. Die Blumen sterben, das ist ganz eindeutig.
jeweils gelehnten Stock gegen die halb geöffnete Spiegeltür zum Schlafzimmer und lässt sich ächzend in einen Sessel fallen. Auch du wirst sterben, flüstert Lewatzki zur Banane in seiner Hand. Nicht morgen, sondern jetzt. Ich esse dich, nicht weil du mir besonders gut schmeckst, sondern weil du weich bist, du alte Banane. Als wäre das der Drohung nicht genug, nimmt Lewatzki seine Druckknopfprothese aus dem Mund. Zahnlos verschlingt er die Frucht, Biss um Biss, sofern man es so nennen kann. Für den Bruchteil einer Sekunde regt sich in ihm die dunkle Ahnung, was Perversion ist. Als er immer noch kommt, die Bananenschale zurück auf den Teller legt, bringt etwas den Trinkstock aus der Fassung. Mit einem dumpfen Schrei fällt er um, doch Lewatzki rührt sich nicht und eilt ihm nicht zur Hilfe. Ich bin zu alt, Kind, sagt er zum Trinkstock. Wieder befällt ihn ein heftiges Herzklopfen. Soeben ist ihm klar geworden, dass er mehr mit Bananen und Spazierstöcken spricht, als mit den Menschen. Keine neue Erkenntnis, denkt Lewatzki, steht auf und geht, ohne den Stock aufzuheben, mit weichen Knien zum Bett, wo er samt Anzug, Fliege und Schuhen unter der goldbestickten Tagesdecke verschwindet. Noch ein Wort zum Trinkstock. Es gibt Spazierstöcke, es gibt Brücken, aber es gibt auch Trinkstöcke. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der so einem Trinkstock schon mal begegnet ist. In Museen kann man das nicht machen. In so einem Trinkstock ist ein Glasrohr eingebaut für Flüssigkeiten, Cognac, Whisky, alles Mögliche. Das ist sehr praktisch, wenn man Durst hat, wenn man sich geärgert hat und mal kurz abschalten möchte, hat man wirklich ziemlich viel in diesem Glas. Und zack, ist der Tag schon gerettet. Es gibt auch andere Stöcke, also im Museum kann man sie sehen, es ist inzwischen eine Seltenheit. Ich glaube, was sie umgebaut wurden, weil diese inneren Wälder entfernt wurden. Es gibt auch wunderschöne Stöcke mit einem Dolch im Inneren. Kitzeln oder noch fester drücken. Und es gibt auch Spazierstöcke mit einem Bliardstab, wenn man plötzlich das Gefühl hat, ich muss mal ein paar Kugeln schieben. Also es gibt alles Mögliche auf der Welt. Das 19. Jahrhundert war für solche Dinge zu haben. Also es gibt auch Kutscherstöcke für Damen, das wundert, die sind eher kurz. Man kann sich auch nicht richtig stützen, unseren Stock, weil er viel zu fein ist, meistens aus Perlmutt. Und er ist eigentlich nur dafür da, dass man als Dame einem Kutscher, der auf dem Bock sitzt, einmal kurz auf die Schulter klopft, jetzt rechts, jetzt links, und einmal den Kopf geradeaus. Also rechts und links. Und zu stehen bleiben weiß ich nicht. Wahrscheinlich das waren wir jetzt nur zum Thema Trinkstock. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit, dass ich so geduldig ertragen wurde. Und ich bedanke mich für die Einladung und für das aufmerksame Lesen und freue mich einfach, dass ich hier in diesem schönen Raum lesen durfte. Das heißt einmal, dass ich in Bukarest bin, in Rumänien, und ich bin schon jetzt sehr angetan.
letzten Jahr kann man vielleicht auch Bücherin mithelfen und auch das Demokratische Forum der Deutschen in Bukarest eine Lesereise in die anderen Städte Rumäniens, wo deutsche Schulen sind, deutsche Foren. Sehr gerne, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. Dankeschön.